Frau Pau, heute ist der letzte Prozesstag im NSU-Fall vor der Sommerpause. Was wurde bisher an wichtigen Details aus dem Prozess bekannt? Naja, im Moment läuft das Plädoyer, dass der Generalbundesanwaltschaft, und wenig überraschend, erfüllt sie erstmal ihre Aufgabe, nämlich den Angeklagten ihre individuelle Schuld nachzuweisen. Auf dieser Grundlage soll ja dann im Herbst ein Urteil gefunden und gesprochen werden. Im Prozess selbst sind natürlich die Dinge, die in parlamentarischen Untersuchungen oder auch durch Recherche von Journalisten noch zusätzlich zutage getreten sind, nicht Verhandlungsmasse. Gleichwohl ärgert es mich, dass die Generalbundesanwaltschaft bis zum Beginn der Plädoyers wenig Energie darauf verwendet hat, die nach wie vor existierenden Netzwerke, die das NSU-Kerntrio getragen haben und die auch heute noch aktiv sind, aufzuklären. Das haben sie mehr oder weniger den Untersuchungsausschüssen überlassen. Insofern bleibt auch nach dem Prozess aus meiner Sicht Arbeit für die Generalbundesanwaltschaft übrig, um in den noch zwei laufenden Verfahren auch namentlich bekannte Unterstützer und aus meiner Sicht auch Täter in anderen Fällen dingfest zu machen und vor Gericht zu bringen. Nach wie vor hält die Bundesanwaltschaft an der Drei-Täter-Theorie fest. Wie sehen Sie das? Das sehen wir fraktionsübergreifend im Bundestag sehr, sehr kritisch. Und da ist die Bundesanwaltschaft auch ein wenig im Widerspruch. Sie hat ja nicht nur die drei Täter angeklagt, beziehungsweise die überlebende Täterin, Beate Zschäpe, Tote kann man natürlich nicht vor Gericht bringen, sondern auch zentrale Unterstützer. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges, die Herrn Emminger, wo leben und wie sie alle heißen. Wir wissen, dass die drei beispielsweise in Zwickau, aber auch in Chemnitz, in einem regelrechten Blood-and-Honor-Biotop unterwegs waren, dort auch ziemlich offen, obwohl sie im Untergrund lebten, an Neonazi-Konzerten, die zur Aufstachelung von Gewaltliebenden teilgenommen haben und beispielsweise bei einem zentralen V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Marschner, wahrscheinlich gearbeitet haben. Bei Herrn Mundlos haben wir sehr glaubhafte Zeugenaussagen dazu. Beate Zschäpe war mindestens in einem anderen Unternehmen von ihm regelmäßig zu Gast, konnte dort am betriebseigenen Computer arbeiten. Es stellt sich also die Frage, die auch die Angehörigen immer wieder stellen, wie ist das eigentlich? Wohnen in unserer Nachbarschaft noch immer auch aktive Unterstützer? Dafür gibt es aus meiner Sicht sehr starke Indizien, beispielsweise in Dortmund, wo sich im vergangenen Jahr die verbotene Organisation Blood and Honor unter den Augen der Öffentlichkeit neu gegründet hat und auch Vertreter des bewaffneten Armes Combat 18, der weltweit unterwegs ist, sich offen gezeigt haben. Ja, und ein letzter Punkt aus meiner Sicht, das spielt vor Gericht überhaupt keine Rolle, ist aber leider auch bei uns im Bundestagsuntersuchungsausschuss durch Zeitmangel, aber auch durch Aktenverweigerung viel zu kurz gekommen. Die internationale Verflechtung des NSU-Kerntrios und der Unterstützer. Es bleibt also jenseits des Strafprozesses noch ungeheuer viel Aufklärungsarbeit übrig. Kommen wir kurz zu den Unterstützern des NSU-Trios. Die Anklage liest jetzt seit mehreren Tagen ihr Anklageplädoyer vor. Was wurde da konkret deutlich? Naja, es wird schon sehr deutlich, dass das Trio nicht nur sich bewusst bewaffnet hat, diese Straftaten geplant hat, sondern dass zumindest auch die Unterstützer, selbst wenn sie wahrscheinlich von den Mordtaten konkret keine Kenntnis hatten, willigend in Kauf genommen haben, dass mit den Waffen, die besorgt wurden, mit den Papieren, die besorgt wurden, der zur Verfügungstellung von Identitäten oder auch Wohnungen natürlich Straftaten begangen werden. Und im Rahmen ihrer Ideologie muss auch jedem klar gewesen sein, dass es gegen Menschen geht, die nicht in ihr menschenfeindliches Weltbild passen. Also Menschen mit Wurzeln im Ausland oder eben auch Vertreter des Staates wie die Polizisten Michel Kiesewetter oder Arnold. Gestern hat die Anklage klargemacht, dass Carsten S. und Wohlleben auf jeden Fall Unterstützer seien. Wie haben Sie die konkret unterstützt? Und im Falle einer Verurteilung, was droht den beiden?
Na, ich denke schon, nach allem, was wir hören, da das dann mindestens Beihilfe zum Mord ist, wird es schon um auch langjährige Haftstrafen gehen. Mhm. Und ich hoffe, dass man sich auch mit den anderen Unterstützern entsprechend auseinandersetzt und das Gericht dort zu vernünftigen Urteilen kommt. Es geht ja nicht nur um die dort Angeklagten, sondern auch ein deutliches Zeichen in die heute noch aktive militante Neonazi-Szene. Und wenn ich höre, dass einer der Angeklagten, Herr Emminger, der im Moment nicht in Untersuchungshaft sitzt, beispielsweise auf dem internationalen Neonazi-Konzert in Thema in Thüringen unterwegs war, wo ganz offen nicht nur Solidarität mit dem NSU und Billigung dieser Straftaten demonstriert wurde, sondern wiederum zu Gewalt, zu Hass auch heute aufgerufen wurde, dann ist das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass in diesem Prozess deutlich gemacht wird, dass auch die Vorbereitung und Unterstützung von Morden, Bombenanschlägen, der Verbreitung von Angst und Gewalt Strafen entgegensteht. Auch Holger G. und André E. sollen das NSU-Trio unterstützt haben. Wird sich das Anklageplädoyer heute mit diesen beiden mutmaßlichen Unterstützern beschäftigen? Ich nehme es an, ich kann es aber von hier aus im Moment nicht sagen. Wenn es heute nicht zum Schluss kommt, dann werden wir nach der Gerichtspause im Herbst das weiter hören, bevor dann die Nebenkläger zu Wort kommen, von deren Plädoyers ich mir noch ein sehr viel facettenreicheres Bild, nicht nur des Umfeldes, sondern auch der Umstände, unter denen die Opfer und Überlebenden leben mussten und bis heute leben, erhoffe und auch zu aktuellen Bedrohungen. Kommen wir mal zu Beate Zschäpe. Wie schwerwiegend sind die Beweise gegen Zschäpe? Wie sehen die Chancen auch für Zschäpe aus dem Prozess vielleicht auch unbeschadet herauszukommen? Ich halte die Beweise für erdrückend. Das gilt für das, was vor Gericht vorgetragen wird. Und das Ganze wird aus meiner Sicht untermauert durch das, was die zahlreichen Untersuchungsausschüsse bisher zutage gefördert haben, beziehungsweise auch noch im Moment bearbeiten. Da ist das Plädoyer der Bundesanwaltschaft aus meiner Sicht auch und mit Blick auf die Kenntnisse, die ich habe, die ich zum Teil hier jetzt nicht öffentlich ausbreiten kann, weil sie auch in eingestuften Akten mir vorlagen, erdrückend. Meine letzte Frage, Frau Pau, wie wird es hier nach der Pause weitergehen? Was erhoffen Sie sich auch von dem Prozess? Nun, dieser Prozess wird zu Ende kommen und es wird Urteile gegenüber den Angeklagten geben. Ein Strafprozess ist keine Untersuchung von staatlichen Behördenhandeln, es sei denn, jemand hat individuelle Schuld auf sich geladen. Da würden mir noch Menschen einfallen, gegen die der Generalbundesanwalt weiter ermitteln muss, wie beispielsweise der Verfassungsschützer Temme aus dem Bundesland Hessen oder aber der ehemalige Verfassungsschützer Lothar Lingen, der Akten geschreddert hat, zentrale Akten. Hier geht es jetzt tatsächlich um die Begründung der individuellen Schuld aufgrund der Beweisaufnahme und dann entsprechende Urteile. Das darf aber nicht das Ende der öffentlichen Aufarbeitung dieses gesamten Prozesses sein. Das gilt sowohl auf die Vergangenheit und die nicht beantworteten Fragen der durch den NSU Geschädigten, aber das gilt auch für die Gegenwart und Zukunft, weil es ist ja nicht so, dass wir nach dem NSU in einer intakten und funktionierenden und völlig von Menschenfeindlichkeit freien Bundesrepublik leben. Wir erleben auch in den letzten Jahren rechtsterroristische Angriffe, den Versuch, Angst und Schrecken auszulösen. Und gerade heute Morgen habe ich aktuell Aufrufe von aktuellen Nazis gelesen, die beispielsweise, was immer das sein soll, deutsche Kieze in Berlin in meinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf schaffen wollen, das wir auf die Bundestagswahl beziehen und im September dort auch offensichtlich international vernetzt aufmarschieren wollen. Also es ist nicht so, dass nach dem NSU die militante und hochgefährliche Szene eingeschüchtert wäre. Dem ist noch vieles entgegenzustellen, nicht nur ein erfolgreicher Strafprozess. Frau Pau, laufen eigentlich noch weitere Anklagen bezüglich des NSU oder ist das wirklich nur der einzige Prozess? Es laufen noch zwei Ermittlungsverfahren geführt durch den Generalbundesanwalt und meine Erwartung ist sehr klar, dass diese bitte nicht im Sande verlaufen, sondern auch weitergeführt werden. Das sind zum Teil auch namentlich bekannte, aus meiner Sicht Unterstützer des NSU im Visier der Bundesanwaltschaft. Welche sind
Stand der Ermittlungsbehörden. Die Namen kann und darf ich Ihnen jetzt hier an der Stelle nicht nennen. Aber es gibt auch ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Und da wird es auch an der kritischen Öffentlichkeit liegen, aber auch am politischen Willen, dass diese nach dem Abschluss des ersten NSU-Prozesses nicht im Sande verlaufen, sondern mit der dann hoffentlich auch frei werdenden Kraft in der Anklagebehörde mit wirklich voller Kraft weitergeführt werden.